Hallo, Robert, Yachtschule-Eisler. Wir segeln im kommenden Sommer nach Norwegen. Erstens haben wir dazu alle viel Lust. Wir waren lange nicht dort, immer nur als Querabstecher auf den Rückwegen von Island. Zweitens, wir glauben, dass wenn Corona unser Leben noch beeinflusst, das mag ja durchaus noch sein im kommenden Sommer, wird es weniger Schwierigkeiten geben, wenn es keine Länderwechsel während der Turns gibt. Wir reisen einmal in Norwegen ein und sind immer in Norwegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Probleme gibt, dürfte geringer sein, es sei denn, die Norweger kriegen nur ein großes Problem. Aber danach sah es ja bisher nicht so aus. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, wir haben in der Regel dort oben relativ ruhige Wetterverhältnisse im Sommer, aber gleichzeitig ein super spannendes Revier, was Wetter angeht, Strömungen und dergleichen. Wir sind es doch üblicherweise gewohnt, dass wenn wir hier irgendwo in unserem Bereich segeln, dass ein Tiefdruckgebiet weit nördlich von uns ist. Das sind locker so um die 1000 Kilometer. Und wir haben sehr gleiche förmige Winderscheinungen. Jetzt reden wir von der norwegischen Küste, vereinfacht die mal so reingezeichnet. Und dann ist dieses Tiefdruckgebiet, wenn man da oben unterwegs ist, auch mal deutlich nördlicher oder deutlich südlicher von uns. Das heißt, auch für uns, die wir gewohnt sind, mit Wetter umzugehen, ist es viel spannender, weil wir in der Nähe eines Kerns unterwegs sind und müssen sehr viel mehr mit Wetter arbeiten, als wir das sonst gewohnt sind. Wir haben hier überwiegend süd- oder südwestliche Winde. Zweitens, wir haben den Ausläufer des Golfstroms. Je nachdem, wie der Golfstrom gerade meandert, läuft er mehr oder weniger auf die norwegische Küste zu, wie so eine Art Warmwasserheizung. Das führt dazu, dass das da oben zwar unter Umständen sehr nass ist, aber in der Regel auch warm. Es ist eine tolle Ecke, in der man auch durchaus noch im Herbst fahren kann. Das Wasser ist deutlich wärmer, als wir es zum Beispiel von uns kennen. Relativ lange bis in den Dezember rein. Wir fahren im Sommer. Und das Zweite ist eine grandiose Landschaft. Die Zahl der Menschen, die dort leben, ist sehr überschaubar. Wenn man möchte, kann man mit der Hurtigruten, die gibt es nach wie vor auf der Strecke, auch mit Hurtigruten hochfahren. Man kann mit der Bergenbahn hochfahren, eine super Bahnstrecke, die entlang der Küste fährt, über Kristiansand und dann hoch nach Bergen. Und man hat eine grandiose Natur in den norwegischen Fjorden und in den norwegischen Schären. Es findet sich überall, hinter jeder Ecke, irgendetwas, wo man sich verkrümeln kann, selbst wenn es da draußen wilder wird und das Wetter unruhiger werden sollte, was im Sommer ja nicht ausgeschlossen ist, sprich Nähe des Tiefdruckkerns, umschlagender Wind und dergleichen. Also, wer Lust hat auf Menschen kennenlernen an Bord eines Schiffes, die meisten Turns sind 14 Tage, wer Lust hat auf ein super spannendes Revier, ist eingeladen mitzufahren. Ich muss leider dazu sagen, wir sind schon weitestgehend ausverkauft, aber so ein paar Sachen gibt es noch für die Hin- und Rückwege. Auf den Hin- und Rückwegen ist es so, dass die ganze Gegend Stavanger Bergen und so weiter sehr touristisch ist, aus norwegischer Sicht. Also dezenter skandinavischer Tourismus, wunderbar zu haben. Und die Strecke nach Hamburg zurück ist Langstreckensegeln par excellence durch die Deutsche Bucht. Wer mal 3, 4 Tage lang auf einem Schiff morgens aufstehen und abends wieder schlafen will und das Schiff ist die ganze Zeit unterwegs und auf See, der ist auf diesen Überführungsturns oder Hinfahrt-Rückfahrtturns wunderbar aufgehoben. Wir freuen uns auf alle und bis bald.